Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind am nördlichen Halt, Schnurhalt. Und wir haben rausgekriegt, wer die ganzen Medias entführen will. Und zwar die Olbed. Allerdings, warum sie das machen, wissen wir immer noch nicht. Wir wissen nur, dass sie es versucht haben, auch mit Yuna. So, wir reden mit allen Leuten hier. Das ist also Lady Yuna? Ah, verstehe. Kein Wunder, dass die Olbed es auf eine so wichtige Persönlichkeit abgesehen haben. Da haben wir noch Kimari. Kimari Vale is guardian on Shupov. Kimari never fail again. Kimari Vale is guardian. Ja, macht ja kein Dings. Vor allem, wir haben sie ja wieder geholt. Might be more out bed. Keep watch, yeah? Direkt vor deiner Nase? Hehehe. Aber das weißt du ja nicht. Might be more out bed. Keep watch, yeah? Looks like we're stuck here for a while. Okay, wieso das? Das so, weil, ihr wurdet von den Old Bad überfallen. Der ehrwürdige Brasker kann auch stolz auf seine Tochter sein. Ja, okay. Das kann tatsächlich noch ein bisschen dauern. Ihr habt eine Machina der Old Bad zerstört? Sehr gut. Seid gesegnet von Yevon. Wir müssen die Wachen verstärken, damit die All Bad hier nicht herumlungern. Die All Bad sind hinterhältige Ratten, die ihre Schielaugen hinter Brillen verbergen. Wahrscheinlich wegen dem, was wir auch schon gehört haben, wegen diesen grünen Augen und den Spiralaugen. Ansonsten sehen sie ja vollkommen menschlich aus. So, hier haben wir noch ein All Bad Lexikon Band 12. Sehr schön. Schlafen, toter Schnu. Warten wollt ihr, bis er erwacht? Wir haben Owaka. Owaka. Ja, wir können also Owaka tatsächlich nicht mehr... Da holen wir uns einen auf 40. Da holen wir uns zwei auf 10. Augentropfen auf 5. So, das muss passen. Owaka können wir also tatsächlich nicht mehr... unterstützen finanziell. Das geht nicht mehr. Das ist vorbei. Ich hatte mich gewundert, warum auf dieser Seite des Flusses keine Halsabschneider sind. Aber ehe ich mich versah, hatte ich von dort drüben schon tonnenweise Zeug gekauft. Ah, von Owaka. Guard Yuna. Guard Yuna. Ja, ist doch schon gut. Nach 5 Jahren endlich sah ich meine Tochter, die im Jahr von Sin genommen wurde, wieder. Ich muss schon sagen, ein wundersamer Ort, dieses Guadosalam. Ja. Geh mal zurück. Okay, hier sitzen wir anscheinend tatsächlich erstmal fest. Gibt's sonst noch irgendwas hier zu machen? Ach, da geht's auch weiter. Lady Yuna scheint eingetroffen zu sein. Man spürt förmlich die Erregung des Volkes. Ja, irgendwo muss es ja auch rausgehen. Ist ja auch klar. Weil wir müssen ja auch hier weiterkommen. Das große Erbe des Vaters und zudem vom Volk gelebt. Geradezu perfekt. Oh, Verzeihung. Vergessen Sie mein Gerede. Sie werden in Kürze mehr erfahren. Okay, das war jetzt seltsam. Guadosalam ist ganz in der Nähe. Doch auf dem Weg sind viele Monster. Ich gebe euch den Rat, gut gewappnet zu sein, bevor ihr aufbrecht. Ich werde den Pilgern, die den Tempel von Guadosalam besuchen, Geleit gewähren. Jetzt muss ich entscheiden, ob ich bei der Bürgerwehr weitermache oder nicht. Ich wollte die Sachen im Abyssium mit jemandem bereden, aber ob das richtig ist? Mein eigenes Leben muss ich wohl selbst bestimmen. Wie war? Aether. Sehr schön.
Guck mal, der Pfeil hier zeigt eigentlich an, dass wir schon weitergehen können. Auch wenn wir jetzt gerade alleine sind. Ne, die anderen sind irgendwie noch mit dabei. Ja, seltsam. Sehr seltsam. Oh, da liegt jemand. Na, all bad, wie es aussieht. You're not dead? Ah, oh? Und die kennen wir doch. Riku! You're Riku! Hey! You're okay! How you been? Terrible. Yeah, you don't look so good. What happened? Ja, was wohl? You beat me up, remember? Huh? Oh, that Machina? That was you? Mm-hmm. Oh, that really hurt, you know. You big meanie. Wait, but you attacked us. Nuh-uh, it's not exactly what you think. Yo! Friend of yours. And you could say that. Pleased to meet ya. I'm Riku. Yuna, Lulu, I told you about her, remember? She was the one who helped me before I was washed up on Besaid. She's an Albed. Sag das jetzt nicht. Oh. Wow, so you like all your life. What luck meeting here, huh? Praise be to Yevon. Ja, sag nicht, dass sie eine Albed ist. You look a little beat up. You okay? Waka. Huh? What? There's something we need to discuss. Oh, go ahead. Girls only. Boys, please wait over there. Right. Sorry, Waka. Huh? What? Ah. Oh je, wenn Waka das erfahren würde. Dass Riku es war, die Yuna entführen wollte. Die Frage ist nur, warum? Was für aus was dann Grund? Sir Orin, I would like Riku to be my guardian. Okay. Show me your face. Huh? Look at me. Oh, okay. Open your eyes. Grüne Augen mit Spiralen. As I thought. No good? Are you certain? 100%. So, anyway, can I? If Yuna wishes it. Yes, I do. Riku's a good girl. She helped me a bunch. Mm-hmm. Mm-hmm. Well, I'm for it. The more the merrier. Righto. Then I'll just have to be the merriest. It was strange. Even though Waka had always hated the Albed. Riku, at your service. He never realized Riku was one of them. Mhm. Ja, das Übliche. Waka ist so hasst die Dinger, ist so fanat, wollte ich sagen. Hasst die Albed so sehr, aber er kennt noch nicht mal noch Albed, wenn er sie sieht. Das ist einfach nur, weil sie Machina benutzen und die Leitsätze von Yevon verbieten, die Machina. Also muss halt auch die Albed hassen. Ja, die einzige Sache, was jetzt seltsam ist, ist, dass, dass Riku Yuna entführen wollte, wie die anderen Medias. Aber Yuna trotzdem will, dass Riku in ihrer Leibgarde ist. Und das ist doch schon ein bisschen seltsam, oder? Hierher bewegen. Ja, okay, das machen wir später mal. Und wir haben eine neue Gefährtin. Und zwar Riku. Riku hat sich der Gruppe angeschlossen.
Aber schaut euch mal die HP an. 360. Work. Ja, das kennen wir alles schon. So. Naja, gut. Dann geht's mal weiter. Schatztruhen im Kampf. Schatztruhen im Kampf lassen sich mit dem Befehl Clown im Special-Menü öffnen. Wenn alle Monster besiegt sind, können diese Schatztruhen nicht mehr geöffnet werden. Zudem werden die Kisten zerstört, wenn man sie angreift. Okay, das ist was Neues. Bastelstunde. Mit Ricos Ekstase-Tech basteln können immer zwei Items, die sich im Inventar befinden, zu einem neuen kombiniert werden. Welche Wirkung diese neu zusammengebastelten Items haben, ist leider nicht bekannt. Zum Test wollen wir einmal zwei Bomberseelen aus der Truhe kombinieren. Das heißt, wir gehen auf ihre Ekstase und nehmen die Bomberseelen, die zwei Stück. Da haben wir sie. Und die zweite. Nett, oder? What did you just do? That was great. I can combine items and use them like this. It's not that tough, really. Ja, die Ekstase, die ist auch schon sehr mächtig, aber man muss halt wissen, welche Gegenstände man einsetzt. Und umso seltener und mächtiger die Gegenstände sind, umso mächtiger kann auch ihre Ekstase sein. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, ich habe sie nie eingesetzt. Gibt's jetzt eigentlich auch... Nee, das gibt's noch nicht. Alles klar. Ich habe gedacht, mit Rico könnte man auch die Gegenstände basteln. Die Slots, was wir da haben, die Abilities. Aber das geht anscheinend mit ihr doch noch nicht. Das geht irgendwann anders anscheinend mal. Nee, das müsste eigentlich ja vorne gewesen sein. Okay, das ist irgendwas für später. So, wo sind wir eigentlich? Wir sind immer noch Illuminium. Weg am Nordufer, alles klar. Es geht Richtung Guado Salam. So, dann holen wir doch mal mit Rico gleich mal die Schatztruhe. I'll do my best. Ab jetzt können halt HP-Pille, oh, ist nett. Ab jetzt können halt immer auch Schatztruhen passieren hier, dass die auftauchen. Dann Kimari noch rein. Lu rein. Ah, jetzt ist die Frage. Ah, nee, wir machen das anders. Titus könnte es passieren, dass er den erledigt. Nicht unbedingt. Aber wir machen einfach mal anfeuern. Dann sind wir auf der noch sicheren Seite, dass da nichts passiert. Ah, und Walker macht das jetzt fertig. Ja, jetzt haben wir halt eine Person weiter, die wir hier aufleveln müssen. Und auf die Person müssen wir auch noch ziemlich aufpassen. Weil die Person hat ziemlich wenig HP. Eine Drachenschuppe, nett. Ah, Lulu lernt Zorn. Okay. Wir machen auf jeden Fall mal mit dir den hier weg. Lu darf nochmal Angriff machen, okay. Oh, wow, 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 wow. Das ist das, was ich meinte. Wir müssen eigentlich auf sie aufpassen.
Naja, gut. Weißmagie. So, Wokka war ja schon dran. Dann probieren wir mal mit Titus. Hat nicht geklappt. Ach nee, nicht schon wieder. Ja, das ist das Problem gerade. Das ist das Problem mit ihr. Sie hat zu wenig HP. Und wenn die Gegner es auf sie abgesehen haben, ist es natürlich problematisch. War Lu schon dran? Ja, Lu war, glaube ich, schon dran. Machen wir erstmal den hier weg. So. Okay. Sphärobrett. Yuna ist dran. Die darf hier reingehen. Genau. Das hier. Wer war noch dran? Titus. Da gehen wir jetzt erstmal nach da oben. Und holen uns diese drei Sachen hier. Bevor wir irgendwas weitermachen mit seinem normalen Weg. Ja, der Weg von Titus ist im Moment sehr, sehr, ja, ihr seht ja selber, wie er ist. So. Ach, du bekommst gleich zwei neue Fähigkeiten. Sehr schön. Eisra. Und Basara. Damit hast du jetzt relativ viele, die ganzen Elemente, auf der nächsthöheren Stufe. Das ist gut. So, Rico darf sich bewegen und bekommt erst einmal, deswegen habe ich es auch gleich gemacht, Geschick um 3. Und HP. Halt mal, bin ich jetzt. Und nochmal HP. Also, wir sind hier zweimal um HP, um 400 gestiegen. Und das ist doch gar nicht mal so schlecht. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen bei ihr. Der normale Weg geht ja hier lang. Hier lang, hier lang, hier lang und hier lang. Der Weg hier wird von Level 3 geblockt, sind aber nicht so viele Sachen hier. Und der Weg hier, den habe ich jetzt gar nicht gesehen, Level 1, Level 1. Da wird man nur Geschick um 1 kriegen, für 2 Level 1er. Lohnt sich fast nicht. Chillklau erlernt, das ist jetzt gar nicht so schlecht, wenn wir das könnten. Aber das hat halt ein Level 2 Spheroid drinnen. Oder wir gehen hier runter, kriegen gar nichts und kommen hier nochmal auf den hier. Und kommen auf den Weg von Kimari. Also wenn dann überhaupt das hier, aber da bräuchte man auf jeden Fall den Level 2 Sphero-Stopp. Ja, okay, alles klar. Und Level 2 Sphero-Stops haben wir leider noch nicht. Eieieiei. Holen wir gleich mal Yuna rein. Let them come. So. Jetzt hält sie doch um einiges mehr aus. So, sie war schon dran. Got you covered. Badam, badam. Wokka und Kimari noch. Die könnten beide es schaffen. Die Dinger... Ah, er hat es nicht geschafft. Mist. Ja, normalerweise kriegt das doch hin. Normalerweise kriegt das hin, aber... Na, bei ihm... Es ist halt doch ein bisschen, halt. Es ist halt doch ein bisschen zufallsbedingt, wann er es hinkriegt, wann nicht. Ja, viel XP geben die nicht mehr. So, Guadusalam. Wir sind im Guadusalam. Sehr schön.
Gibt's hier irgendwo noch irgendwas? Nee, hier nicht. Hier drüben? Auch nicht. Okay. Dann werden wir wohl Guardos Alarm betreten. In den Baum eingebaut. Deswegen sehen die auch so baumwendig aus. You, Lady Yuna. Welcome to Guardos Alarm. This way, my lady. This way. Me? Whoa! Oh, I beg your pardon. I am called Trommel Guardo. I am in the direct service of our leader, the great Seymour Guardo. Lord Seymour has very important business with Lady Yuna. Business with me? Whatever could it be, I wonder? Please, come inside the manor. All will be explained. Of course, your friends are also welcome. Vielen Dank. Twist our arms, why don't you? Ah, I almost forgot. Ausrüstung umbauen, jetzt kommt es, was ich gemeint habe. Rico, die All Bad, gehört nun der Leibgarde an. Deswegen können Waffen und Rüstungen jetzt durch Umbau verstärkt werden. Sehen wir uns an, wie dies funktioniert. Man kann Ausrüstung umbauen, indem man Abilities hinzufügt. Verwenden Sie beim Umbau diverse Items, um Abilities mit Ihrer Ausrüstung zu verbinden. Wählen Sie die Ausrüstung, die Sie umbauen möchten. Es gibt allerdings Ausrüstungen, die sich nicht umbauen lassen. Befindet sich in der Ability-Liste unten rechts, also hier, ein freies Feld, so wie hier, ist ein Umbau möglich. Das heißt, kein Umbau ohne freien Felder. Es gibt auch Ausrüstungen, die sich trotz freier Felder nicht umbauen lassen. Nun, wählen Sie die gewünschte Ausrüstung. Eine Liste mit verfügbaren Abilities öffnet sich. Rechts oben sehen Sie auch das Item, das benötigt wird. Links steht die Anzahl der Items, die sich im Inventar befindet. Das ist so ähnlich wie dieses Lernen von den Bestias. Rechts die Anzahl der Items, die nach dem Umbau übrig bleiben. Ein Umbau kostet Sie Items. Verfügen Sie nicht über die benötigte Menge, wird die Ability in Grau angezeigt. Und ist nicht unwählbar. Haben Sie erst einmal die Ability gewählt? Werden Sie gefragt, ob Sie ganz sicher sind? Mit Ja bestätigen Sie den Umbau. Ab und zu kommt es vor, dass sich der Name der umgebauten Ausrüstung verändert. So viel zum Umbau der Ausrüstung. What would you do without me? So, wo konnte man hier speichern? Oder müssen wir jetzt da reingehen? Ich glaube, hier konnte man speichern, oder? Ja, hier konnte man speichern. Schauen wir uns noch ganz kurz den Umbau an. Bruderherz. Ah ja, gut. Bruderherz hat so viele freie Slots, kann aber nicht umgebaut werden. Nett. Vater Morgana könnten wir jetzt zum Beispiel machen. Wir könnten Durchschauen reinmachen, dass auch Auron ein Durchschauen hatte. Ein Kraftwandler könnte er mal reinmachen. Da bekommen wir Kraftzettel zu Angriff und Text dazu. Oder ein Z-Angriff. Magischer Angriffswert erhöht sich. Ein Durchschauen wäre natürlich ganz nett. Durchschauen ist relativ wichtig, um sowas zu sehen. Würde uns Ability-Spheroiden kosten. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch mal. Vater Morgana erhält die Ability Durchschauen. Klarsichtklinge erbastelt. So, können wir sonst noch irgendwas bauen? Eine Klaue. Das ist von Riku. Der Armschutz, Variomog. Auch nochmal Durchschauen, Kraftwandler. Ja, im Moment können wir noch nicht so viel eigentlich reinmachen. Das Wappen. Da können wir sowas wie Steinschutz oder Abwehr oder so Zeug reinmachen. Oder HP. Oder MP. MP wäre in dem Fall von Lulu gar nicht mal so schlecht. Andererseits hat sie doch so viele MPs eigentlich schon. Das ist Titus. Yuna hat nur das hier. Okay, das war's. In dem Fall speichern wir jetzt mal. Und bei der nächsten Mal geht's weiter. Dann müssen wir mal schauen, was wir machen.
ob wir uns erst umschauen. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal hier in Guado Salam um. Und danach geht's in die Villa von Seymour rein. Und dann schauen wir mal, was wir uns da alles haben. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.